Ja, und hiermit herzlich willkommen bei Ori and the Blind Forest. Mit mir, eurem Oro. Wir natürlich weiterhin auf der Suche nach einer Möglichkeit. Ja, hier haben wir es geschafft. Ja, zwei Lebenspunkte verloren, aber das ist like a Profi. Und komplett getötet. Und wir dürfen wahrscheinlich alles normal machen. Ja, wir dürfen alles normal machen. Das nächste Mal wieder speichern. So, ein Portal, den zweiten Portalstein. So, das haben wir jetzt auch. Wie ich da unten rankomme, habe ich immer noch keine Ahnung. Ach, da, hey, bitte. So, jetzt warten wir ganz kurz auf diese kleine miese Blume. Das wollten wir jetzt nicht. Das war jetzt eher ungünstig. Und Stick aus der Hand verloren. Und deswegen zwei Lebenspunkte verloren. Toll. Like a Profi. Und gehen wir erstmal nochmal runter, holen wir uns mal das und machen den hier. Speicherpunkt gesetzt. Warten wir auf das lila Gelumpe. Ja, wir haben genügend Seelensteinchen oder Portalsteinchen, wie auch immer, und können endlich diese Blumenwiese verlassen. Ah, wir sind so richtig. Jetzt muss ich nur ganz kurz eins gucken. Will ich, kann ich, möchte ich. Doch, da ist was, wo ich nicht rankomme. Thank you.
Ich muss sagen, die Story ist wirklich. Ich muss sagen, sehr, sehr epische Story. Ich bin momentan einfach nur fasziniert. Leben, ja, das ist nicht optimal. Gehe ich da runter erstmal? Ach, geh mal runter, weil unten Leben ist. Okay, das ist eine Verbindung. Gucken wir mal hier hinter. Ah, wieder sowas. Schauen wir mal. Jo, das ist natürlich was Schickes. Einmal bumm und dann ist ja alles weg. Gehen wir da runter. Ja, gucken wir, machen wir mal Abstecher. Wir kommen ja jederzeit hier den Weg da hoch, weil ich jetzt sehen kann. Ah, genau. Also jetzt haben wir hier den Weg schon mal frei gemacht. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ich muss sagen, das Spiel ist immer noch faszinierend genial. Ist noch da, ja, es liegt noch da. Bum, 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 bum. Also gucken, was. Ah, jetzt lassen wir einen zweites Stück Holz runter. So, jetzt hier hoch. Hier hinten dasselbe Spiel nochmal. Ab nach oben. Einmal hopp. Ich gehe nur kurz runter, schauen. Ey, was für kleine miese Sacken. Was für kleine miese Sackratten. Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich habe jetzt das nicht erwartet. Ich habe jetzt gerade da oben auch mal was Tolles gefunden. Ah. Das ist gemein. Aber hey, an Gemeinheiten haben wir uns inzwischen gewöhnt. Darüber komme ich noch nicht. Nee. Dann brauche ich wahrscheinlich diesen komischen Fallschirm, den ich da vorhin gesehen habe. So auf 7:30 nur was mal. Oh, das ist ja ein Feind. Ein wirklicher Feind. Dann muss man den mal ja
Hahaha, euch habe ich allesamt umgebracht. Oder befreit, wie man es auch nennen will. Und zertrümmern. Oh. Bah. Ich mag keine Spinnen. So widerlich. Danke. Wieso müssen diese ganzen Entwickler immer mit Spinnen spielen? Immer müssen irgendwo Spinnen sein. Guckt euch jedes MMO an. Irgendwo habt ihr eine Spinne als Gegner. Das ist doch immer so. Ne, da komme ich noch nicht lang. Wieso ist der wieder da? Oh, danke. Dann setze ich hier mal einen Speicherpunkt. Und greife gleich mal drauf zu. Auf einmal zu treffen. Den habe ich noch zwei. Es ist immer gut. Und danach werden wir hier weitermachen, aber. Oh. Okay. Nein. Ah. Und wieder runtergefallen. Nee, da komme ich so nicht hin. Okay. Ah, brauche ich noch mehr von dieser Energie. Ganz kurz Energie warten, bis unsere Energie wieder aufgeladen hat. Oder wir müssen uns irgendwo Energie gerade mal schneller besorgen. Weiteren Lebenspunkt. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ja, wir können sogar rauskommen, ohne unsere Lebenspunkte zu verlieren. Ja, hey, jetzt sind wir gut. Ha, hab ich die voll erwischt. Und wieder tot. Ach nee. Ich hoffe, dass das Ding trotzdem jetzt unten ist. Nein, wir dürfen halt nochmal machen.
Ich muss mir angewöhnen, mehr zu speichern. Das ist nicht optimal, wenn ich hier so wenig Speicherpunkte setze. Natürlich versaut, da ohne Verlust durchzukommen, aber und noch ein zweites Mal, ja, einmal reicht ja nicht. Und eine weitere Energiekugel. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, mit unseren Superattacken zu wirken. Ha! Da kam ich, da sah ich und da habe ich die einfach nur platt gemacht. Gut, dass ich das Doppelangreifen gelernt habe. Das war gerade ganz angenehm. Und wir dürfen alles nochmal machen. Och, meine Herne. Und wieder verstorben. Juhu. Energie holen. Komm. Hau weg die Scheiße, wie man so schön sagt. Aber jetzt diesmal machen wir es einmal Speicherpunkt setzen, bitte. So, diesmal haben wir es geschafft. Ah, es kostet mich also immer einen Energiepoint. Habe ich schon gedacht, dass das nicht umsonst sein kann. So. Okay, hier komme ich nicht durch. Und dann gehen wir wieder hoch. Und wir gehen wieder ganz runter. Das war natürlich volle Absicht. Thank you.
Ach, haben wir gleich oben mit Deck gesprengt. Mensch, tut mir das nicht leid. Da hoch komme ich noch nicht. Das heißt, erstmal weitersuchen. Dieses Ding da, was da immer im Vordergrund ist, macht mir echt Sorgen. Erstmal gehen wir durch hinten weiter. Die Karte ist noch so elend groß. Da habe ich überall noch unentdeckte Sektoren. Immer beim... Da oben der Baum. Was ist das da unten? Bei dem Baum da unten habe ich auch noch... Oder bei dem Vordergrund fehlen mir auch noch unten eine ganze Ecke. Da kann man tauchen mit Sicherheit, aber da verliere ich ja mein Leben. Da muss ich mir bestimmt noch eine Fertigkeit für, dass ich tauchen kann. Da oben ist auch noch ein riesiger Bereich unentdeckt. Da muss ich nachher nochmal lang gehen. Da wollte ich aber jetzt nicht gerade nicht unbedingt hin. Aber wir müssen hier erstmal und dann. Toll. Ich komme dann hier nach unten und was treffe ich? So ein Mistvieh. Der hat aber Leben fallen lassen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz machen wir an dieser Stelle wieder Schluss für die Folge. Hier mit mir, eurem Oro und Ori and the Blind Forest. Tschüss.